So, Mädels, ich habe schon versprochen, dieses Mal gucken wir uns das Crafting ein bisschen an. Dafür gehen wir nochmal auf die Labor Points oder die Arbeitspunkte oder wie das heißt, was auch immer. Moment, ich sag's mal ganz genau, im Deutschen heißt es ganz Arbeitskraft. Labor Points, Arbeitskraft passt ganz gut. Hier haben wir zum Beispiel eine Erzader und zwar Eisen. Das kann ich jetzt schon abbauen, einfach mit Rechtsklick drauf. Packt da seine jetzt plötzlich vorhandene Pickaxe aus. Zack, hat's auch. So, ja, und sie erzählt dann auch von wegen, hey, ihr braucht Labor Points, aka Arbeitskraft, um das zu machen. Hier unten links sieht das auch im Chat. Von 165 Labor Points wurden 10 verbraucht, oder beziehungsweise ich hatte wahrscheinlich 175, habe jetzt 165, um überhaupt einmal was abarbeiten zu können. Wenn ihr bedenkt, dass man alle 5 Minuten 5 Labor Points wieder bekommt, beziehungsweise wenn man das abgeschlossen hat, eben 10, dann dauert es ein bisschen, bis man das aufgefüllt hat, das Ding. Man kann es natürlich auch im Shop, da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein, Marketplace nennt sich das hier, auch auffrischen, nämlich 1000 Stück. Hat einen Cooldown von 12 Stunden im Übrigen, brauchen wir allerdings Level 15 bis 50. Man kann auch einen Gender-Swap machen, im Übrigen geht alles mit einem Salon und einem Gender-Swap. Hier wird wirklich alles behandelt, kostet aber halt dann Diamanten, also echt Geld momentan. Expansion-Scroll zum Beispiel, um sein Inventar zu erweitern. Diese Flügelchen hier, so eine kleine Verzierungsgeschichte, das ist aber wahrscheinlich eigentlich ein Gleiter, müsste es sein, genau. Das ist der Gleiter. Und ja, gibt halt alles Mögliche, was man machen kann hier im Prinzip. Man hat auch Customization, indem man sich ein paar Klamotten hier anzieht. Leider kann ich nicht so richtig reinzoomen. Hier besudelte Klamotten, classy, wenn man möchte. Gibt es auch in anderen Farben. So, für Mädels gibt es natürlich auch was, will ich jetzt nicht anziehen. Man hat auch ganz lustige Sachen, wie zum Beispiel so ein, ja, nur so ein Tanktop. Dann ziehen wir dazu noch so einen schönen Hut an und einen Ring, also Armreif, Entschuldigung. So, ein Höschen noch dazu, wenn wir da nicht nackt rumlaufen. Meinetwegen rot. Rot jetzt. So. Oder Fleischfarben. Ein paar Schüchchen noch dazu. Und schon sind wir richtig hübsch. So, Customizer Blockhead, keine Ahnung, was das bedeutet. Es gibt wirklich alles. Es gibt Loyalty, frag mich nicht für was. Es gibt Lance-Zeugs halt. Wie zum Beispiel hier dieses Purple Elk Plushi. Es gibt, ja, Elche der Art, was man sich holen kann und noch ein Löcher. So, aber wie gesagt, gained, ich habe es gerade gesehen, ich habe gerade 5 Labor Points bekommen, weil ich jetzt 5 Minuten schon wieder im Spiel bin, also seit wir geredet haben, das letzte Mal, und habe jetzt dementsprechend 170 Labor Points, Punkte, wie auch immer, bla bla bla. Und habe bekommen Iron Ore 3 und Raw Stone 2, da gehen wir mal kurz drauf ein. Die kann ich weiterverarbeiten. Das geht natürlich an den jeweiligen Stationen, das heißt, wir laufen jetzt mal ganz kurz hier am Rand entlang. Gucken mal kurz, ob wir hier noch was zum Abbauen finden, weil man braucht eine gewisse Menge. Da unten ist, glaube ich, einer. Ja, man braucht eine gewisse Menge, ist auch relativ logisch aufgebaut. Erzadern sind in der Regel immer an Gebirgen, das heißt, da könnt ihr einfach langlaufen und könnt ihr abarbeiten. So. Und Crafting ist unheimlich wichtig in diesem Spiel. Es gibt Unmengen an Crafting und das zeige ich euch nochmal, indem ich K drücke und auf Proficiencies gehe. Das sind unsere ganzen Berufe. Ihr habt Alchemie, ihr habt Handcrafts, ihr habt Fishing, Maschinerie, Mining, brauche ich nicht zu übersetzen, wisst ihr, was das heißt. Lederverarbeitung, Largency, habe ich keine Ahnung, was das bedeutet, muss ich nachgucken. Construction für Häuser bauen und so weiter. Husbandry, wenn man heiraten möchte. Holzverarbeitung, Metallverarbeitung, Masonry, war glaube ich Steinverarbeitung. Waffenkunde, Kommerz gibt es sogar. Kochen, Farmen, Sammeln, Buchdruck, Schneidern, Holzverarbeitung, hier Carpentry, Stühle und so Zeugs bauen. Und natürlich Artistry, indem man auch malen oder zeichnen oder sonst was kann. Und all das kann natürlich auch getradet werden. Selber benutzt werden, das Haus einrichten, das zeige ich euch nachher auch nochmal eine ganz, ganz kurze Sache, auch wenn es nicht mein Haus sein wird, wenn ich es finden sollte. Das wird schon richtig cool. So, ich nehme jetzt hier noch einen mit. Noch eine Iron Vein, dass man ein bisschen was hat, wie gesagt. Ja, also, jetzt haben wir hier, seht ihr ja, 6 Stück haben wir schon davon. Zack, jetzt sind es 9. Und es gibt auch XP. Jedes Mal, wenn man was abarbeitet, gibt es wenigstens auch Erfahrungspunkte. Und das ist auch ganz wichtig. So, wir rennen jetzt auf jeden Fall erstmal hier querfeld ein, denn wir wollen ja noch eine Quest abgeben oder 2 oder 3 und hier nochmal eine Quest anfangen. Und das ist das Beste, indem wir dann erstmal hier mal kurz an dem Charakter vorbeilaufen. Ich habe noch ein bisschen Mana, gleich werde ich relativ langsam werden, da mein Mana gleich zu Ende sein wird, nämlich jetzt. Und ihr seht auch, auf dem Weg dahin finde ich sogar noch eine Erzader, nehmen wir gleich noch mit. Damit wir hier richtig schön noch ein bisschen gleich arbeiten können da oben. Früh übt sich, sage ich nur. Je früher, desto besser. Weil im Prinzip, ihr braucht es auch gar nicht sammeln, ihr könnt eigentlich direkt anfangen. Je früher ihr anfangt, desto besser. Wenn ihr ungefähr wisst, was ihr machen wollt. Ich bin Magier, das heißt aber nicht, dass ich nicht Schwertern benutzen kann. Deswegen
habe ich jetzt einfach mal mit dieser Arbeit angefangen. Ihr könnt auch alles lernen. Ihr habt es halt nicht limitiert. Es ist nur sehr intensiv. 10.000 Punkte könnt ihr reinstecken in einen Beruf. Da könnt ihr ausrechnen, wie lange es dann dauert, bis ihr damit fertig seid. So, wir geben jetzt erstmal hier die Sachen ab. Das ist so der erste Schritt wieder. Ja, 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 alles okay. So, auch gleich wieder angenommen. Die möchte auch was haben. Ist hinterm Zelt, sammeln wir gleich. Ja, ja, ja. Also Questen kann man mit L drücken, natürlich nachlesen, komplett, wenn man es möchte. Ihnen auch folgen, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, wird es angezeigt, rechts oder nicht. Kennt man aus World of Warcraft und anderen Spielen eigentlich sehr gut, ist nichts Neues. Man kann das Ganze auch minimieren hier. Man hat ja auch eine kleine Minimap oben rechts, die kann man auch mit der L-Taste, nicht der L-Taste, aber den L-Knopf hier oben auch ein bisschen verkleinern oder auch Mittelmaß machen. Auf das Rädchen gedrückt, könnt ihr sogar die Minimap ausschalten, wenn ihr wollt, wenn es euch nervt. Oder Icons anzeigen lassen, je nachdem, wer wollt. Schön finde ich hier oben, dass man immer hier eine Uhr hat und auch von wegen, welche Tageszeit es gerade ist. Damit meine ich nicht die reale, sondern die im Spiel. Oder es kann eine Serverzeit sein, das ist die Frage. So, hier oben habt ihr dann den Briefkasten in Form einer super süßen Eule. Hallöchen. Die kann man auch mal anklicken im Prinzip, wenn man möchte. So, und hier haben wir das Buch. Und dieses Buch ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich so etwas wie der Hearthstone. Das heißt, in dem Fall schreiben wir uns hier rein. Hier seht ihr das an der Feder. Und sind jetzt gebunden und konnten jetzt dann quasi mit der Shift-9-Taste, sagt ja auch der gute Lucius mal wieder. Das ist hier die Taste. Wenn ich sie woanders hinschiebe, ist natürlich die Shift-10. Die wird jetzt aber nicht mehr geändert hier in der Box. Mich zurück teleportieren. Das ist meine Klassenquest. Ich weiß, wie es funktioniert. Der Typ hier mag mich nicht wirklich. Ist mir aber egal. Und ja, Trial beginnt. Gleich sogar schon. Da müssen wir gegen einen großen Dumpatz kämpfen, der gleich hier rauskommt. Das wird die Flagge hier aufgestellt dafür. So, da ist er auch schon. Mal kurz tappen. Versuchen einzufrieren, wenn es klappt. Klappt nicht, aber hat trotzdem einen Debuff. Und deswegen gibt es auch die perfekten Kombos. Ich kann stehen bleiben, da macht er gar keinen Schaden. Und dann haben wir auch schon unsere Klassenquest verarbeitet. Also als Magier geht das relativ fix von der Hand. Ich weiß nicht, wie es bei anderen aussieht. Wobei bei anderen Rassen hat man eigentlich gar nicht so unbedingt das gleiche Prinzip. Ich mache ja auch da wieder Abbrechen. Man kriegt jetzt gerade so ein kleines Video gezeigt, was es eigentlich geht bei der Rasse. Jada, 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 was wir durchlebt haben, etc. pp. Interessiert mich an der Stelle nicht. Und jede Rasse hat seine eigene Questen und seine eigene Prüfung und sein eigenes Gedöns. Das macht das Ganze widerspielend, also den Widerspielwert sehr, sehr hoch. So. Wir haben gesagt, wir gehen das Crafting an. Hier ist das Crafting. Alle Stationen haben wir hier. Wir haben hier Weben auf jeden Fall. Der Weaving Loom. Hier kann man dementsprechend dann auch Sachen eben herstellen. Dann haben wir hier Lederrüstung oder Crafting haben wir hier mit dran. Hier haben wir die Leder. Ja, man kann eigentlich alles hier anklicken. Also man kann direkt was herstellen, wenn man es möchte. Muss man aber nicht unbedingt. Alchemie haben wir hier drüben. Und das Ding brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Das ist nämlich hier. Der Schmelz. Ne, Quatsch, das ist. Ah, das ist der allgemeine. Ne, ich hab falsch geklickt, Entschuldigung. Das hier ist der allgemeine, der Handicraft. Da kann man also Fischerruten, Flöten, Supplies, Ohrringe und so weiter herstellen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Das ist also der Allzwecktyp. Und hier haben wir eigentlich, wenn ich jetzt richtig dran komme, das sieht nicht so aus, immer noch Handicraft. Ich gehe mal dahinter. Ne, dann gut, dann nehme ich den da vorne. Vielleicht ist der ja besser. Hier, so. Ah, da funktioniert wirklich. Das stimmt, 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 stimmt. Ich hab's verwechselt. Sieht gleich aus, gehört aber echt zusammen hier. Hier ist der Smelter. Und hier kann ich dementsprechend mein Metall dann einschmelzen. Nämlich 4 Iron Ingots kriege ich raus. Maximal craften. Natürlich ist das Ganze auch animiert. Ganz klar. Schmelzt das Ganze. Das kostet mir natürlich auch wieder Punkte. Ganz klar. Kriegt dafür allerdings auch Proficiency-Punkte. Also sprich, in meiner Proficiency geht es hoch. Machen wir mal nebendran an. Mining haben wir schon auf 40. Und hier ist Metalwork. Ist jetzt gleich auf 15. Und geht gleich auf 20 hoch. Allerdings gehen meine Labor Points ganz schnell runter, wie ihr seht. Von 130 jetzt auf 125 gleich runter. Zack. Aber ich bin auf 40 Mining und 20 Metalwork. Das heißt, ich kann auch Sachen herstellen. So, und das machen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir wollen, bei Waffen. Gehen wir auf die Waffenbank. Wir hätten auch das hier drüben machen können, ist egal. Im Prinzip habt ihr das gleiche an denselben Stellen. Weaponry anklicken, Explosives geht hier drüben. Und Weaponry hier, habt ihr den Ether entsprechend die Waffen. Während ihr hier drüben, auf der linken Seite, natürlich die ganzen Rüstungen so habt. So, wenn wir auf Weaponry gehen und wir sagen jetzt mal, ja, ich möchte gerne Special Weaponry Goods, Knighthood Display, dann wisst ihr genau, was er braucht. Und könnt dann nachher noch die Sachen zusammenstellen dafür. Katanas zum Beispiel hier, Apprentice Sky Katana mit dem jeweiligen Schadenswert, braucht zum Beispiel 5 Iron
drei Chatignons Wedge. Frag mich nicht, wo das ist. Wahrscheinlich, hier steht es aber sogar unten drunter. Bei den General Merchants kann man die kaufen. Und kosten 50 Kupfer. Das heißt, mich kostet das auf jeden Fall schon mal 1 Silber 50. Und dann brauche ich noch Archaeum, Sunlight Archaeum Dust. Das allerdings, muss ich kurz gucken, wie man es bekommt. Kann man auch herstellen, wie es aussieht. Und A Lack of Magic, bla bla bla, Crazy, bla bla. Using Archaeum releases Healing Magic back into the nature. Ist Alchemie. Das heißt, im Prinzip müsste ich noch Alchemie mit reinnehmen, damit ich solche Sachen herstellen kann. Also ihr braucht auf jeden Fall mehr als einen Beruf, um irgendwas herstellen zu können. So funktioniert Crafting. Es ist wirklich wertvoll. Ja, Numlock könnt ihr runterdrücken, wenn ihr automatisch laufen wollt. Das mache ich jetzt in dem Fall nicht. Ihr könntet zum Beispiel mit dem Crafting komplett leveln, wenn ihr das wollt. Macht eine Gilde, geht mit Freunden los. Die Freunde gehen auf Abenteuerreise und bringen euch immer und immer wieder Sachen mit. War hier nicht gerade irgendwas zum Pflücken? Irgendwo war ich gerade zum Pflücken. Nein, eben nicht. Und geben dir das dann dementsprechend, also dir zum Beispiel. Und du bist nur am Craften. Du stellst denen alle Sachen her. Du machst nur deinen Crafting-Beruf. Du kriegst XP dadurch. Dementsprechend brauchst du dich nie wegzubewegen. Du kannst auch Häuser bauen und machen und tun, während die anderen dich damit ausrüsten. Das könnt ihr natürlich auch aufteilen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und damit eine Arbeitsteilung machen. Und so funktioniert meiner Meinung nach ein Spiel heutzutage. Wie früher halt auch. Die einen kümmern sich ums Crafting und die anderen kümmern sich halt um Abenteuerreise. Und da kannst du ja auch mal mitgehen, prinzipiell. Da willst du auch die Leute weiter ausstaffieren, wenn ihr auf dem Schiff zum Beispiel irgendwann seid oder so. Weil auch hier geht es darum, ne, Schiffsreisen, alles schöner Kunden und so weiter und so fort. So, wir nehmen den Elementar auseinander. Ich bin jetzt gerade ein bisschen mutig. Der ist Level 4, ich auch. Eingefroren ist schon mal Feuerbälle. Ihr seht, die Kombos rasen direkt nach oben. Das Gesicht brennt sogar. Der braucht demnächst eine neue Frisur, wie es aussieht. Einfrieren. Ich mach das mal aus der Seite hier. Das sieht doch geil aus hier, oder? Bam, bam, bam. So, dann ist es auch schon platt. Das Looten nicht vergessen. Wenn was Looten da ist, sieht man so kleine, sind ein bisschen schlecht zu sehen. Also es gibt hier tatsächlich so kleine Glitzer-Dinger, die dann zeigen, dass man das Viech looten kann. So, das Erz lasse ich nicht liegen, das brauche ich auf jeden Fall. Wie ich schon sagte, Labor Points schön und gut, die füllen sich so nach und nach auf. Und wenn ihr spielt, werdet ihr nach und nach auch genügend wieder bekommen. So, davon brauche ich noch jetzt noch eins. Es gibt also auch mehr als eins, wenn man es pflückt. Ist auch ganz gut. So, und das war's auch schon. Jetzt gehen wir wieder zurück. Gesprintet wird jetzt hier auf jeden Fall wieder. Ich mag diese Fernkampfklasse. Finde ich richtig gut. Gerade wieder 5 Labor Points bekommen unten links. Gerade so, pop. Ihr seht es auch unten an der Liste im Übrigen hier. Unten. Und wenn ihr da drüber geht, da steht es auch nochmal dran. Gut zu wissen. Loyalty Points gibt es auch hier. XP gibt es auch da. Eigentlich alles relativ gut wie heißt es doch gleich, wenn ihr mit Pop-Ups versehen, dass man genau weiß. To find quest items search within the highlighted circles on the minimap. Ja, das ist super. Ist alles sehr, sehr verständlich gemacht. Man kommt sehr schnell rein, das meiste kennt man aus anderen MMOs. Und trotzdem fühlt es sich echt rund und angenehm an, muss ich sagen. Man muss nicht zielen zum Kämpfen, das ist bei vielen eben, ja, sag mal so. Es ist schön, wie in Raiders oder in Terra, frei zu kämpfen und ein bisschen nachdenken zu müssen. Vielen ist es aber zu anstrengend. Also ich muss sagen, ich finde es cool, mal, aber so, wenn ich eine Welt so frei habe wie die hier, und die ist wirklich sehr, sehr frei, dann kann ich da auch drauf verzichten. Dann lasse ich mich lieber hier berieseln. So, hier ist einem übrigens, ach ja genau, gibt verschiedene Questen auch. Das hier ist eine sogenannte Kill-Quest. Immer wenn so eine Axt oben drüber ist, dann ist das eine Kill-Quest. Und die ist relativ straightforward. Geh da hin und hau das Zeug um. Machen wir auch direkt mal. So, einfrieren. Feuerball hinterher schmeißen. Und das Erdelementar ist gleich kein Erdelementar mehr, sondern ein kleiner Lava-Haufen. Leider kann ich nicht looten, okay. Wie viel brauche ich denn davon? Das sind Daily im Übrigen. Gucken wir uns mal das kurz an da hinten. Ja, sehen wir nicht, okay. So, nächster. 5 Stück müssen wir umblasen dafür. Ist in Progress. Wir achten mal auf den in Progress. Gleich haben wir ihn. Hier noch ein Progress. Das kann man sogar wieder looten hier. Sehr schön. Ja, Farmer, man findet eigentlich nur immer Farmers Coins. Das ist eigentlich relativ wurscht. Und Feuer frei. Als Mensch habe ich auch schon ein bisschen gespielt und als Elf auch. Ich muss sagen, als Mensch levelt man deutlich schneller als der hier. Als Katzi, also als Firan. Das liegt mitunter daran, dass alles bei den Menschen ziemlich eng aneinander liegt und man relativ schnell vorankommt. Und das hier allerdings alles sehr weitläufig ist. Man wird an allen Ecken aufgehalten. Das ist halt der allgemeine Unterschied. Ist aber nicht so schlimm. So, wir sind jetzt Stufe 5 und das ist was ganz Besonderes. Das Looten muss ich nicht machen, das ist gut.
Ich gehe nochmal kurz auf die Seite, dass man es besser sieht. Vor allem muss der hier ja auch jetzt ein bisschen kämpfen, der nächste, der nachgekommen ist. So, Open Skills. Wir haben zwei erstmal zwei Skillpunkte und wir können ein neues Skillset dazu holen. Hier bei Combat natürlich. Die Flammen an der Seite bedeuten, das ist zu bevorzugt zu behandeln. Mann, ich glaube mir was an. Ich kann jetzt entweder hier unten die passive Sache anmachen. Dann bekomme ich für einen Punkt 15% mehr maximales Mana. Momentan habe ich keine Mana-Probleme, also lasse ich erstmal weg. Oder ich nehme jetzt erstmal einen von diesen Skills und packe da die Punkte rein. Und ich finde es eigentlich ganz cool, man kann mich draufklicken und sich das angucken. Witchcraft gibt mir zum Beispiel den Earthen Grip. Und als nächstes nochmal einen magischen Angriff, der ja, Mana verbrennt. Also er macht deals 122 Magic Damage und burns 141 Mana over 5 Seconds. Das verbrennt also mein Mana in dem Fall. Also eine magische Attacke plus 300% und hat eine schöne Kombo noch mit da drin. Kann man machen, muss man nicht. Ist halt Witchcraft. So. Dann haben wir Okkultismus. Finde ich eigentlich irgendwie cooler. Mana Stars. Launches your Mana as a razor sharp crystal dealing 10 Magic Damage and triggering the Mark of Death, which inflicts distress when stacked 20 times. Combos increase damage 2% up to a maximum of 20%. Es ist sehr, sehr schnell und hat keinen Cooldown. Hold down for continuous use. Finde ich sehr viel cooler. Nehmen wir direkt mit rein. Und geben auch gleich hier, ne, Okkultismus, einen Punkt für aus. So, da ist der nächste Spruch. In Kombination mit den anderen natürlich super geil. Und hier haben wir noch Crippling Mire. Das heißt, in dem Fall wird der Gegner verlangsamt. Oder wir nehmen noch den Passiven hier. Den können wir leider noch nicht nehmen, warum auch immer. Wahrscheinlich brauchen wir zwei Sprüche dafür, um das zu nehmen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man zwei... Genau, tatsächlich. Man braucht zwei Sprüche, damit man das hier dann freischalten kann. Wir nehmen jetzt einfach mal Crippling Mire noch mit rein. Dann können wir nächstes Mal nämlich das hier eventuell nehmen. So, und wir probieren das natürlich auch gleich aus. Auch wenn wir hier schon fertig sind. Da reitet was auf einem Viech und ich weiß nicht warum. Ah, Level 13, okay, deswegen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Das ist Crippling. Sieht so aus. Wird es verlangsamt und kriegt Schaden in der Zwischenzeit. Dann können wir den ganzen noch einfrieren. Vielleicht können wir es auch vorher machen das nächste Mal. Und dann gibt es den hier. Das ist eigentlich der Hexer in dem Fall. Der Hexer hat das von Anfang an. Diesen Angriff. Ich finde ihn eigentlich ziemlich nervig von der Geräuschlage her. Aber hey, ne? Besser als gar nichts. So. Wir rennen nochmal ein bisschen weiter. In der Zwischenzeit überlegt ihr euch, von wegen welche Klasse ihr gerne spielen würdet. An welche Rasse. Das möchte ich von euch auch noch gerne wissen. Wenn ihr jetzt noch da sein solltet, dann lasst mich das auch einfach mal in den Kommentaren sehen und lasst uns darüber diskutieren, warum die eine Rasse mit der Klasse, mit den Skillsets vielleicht cooler ist als die andere. Dann bis zur nächsten Folge. Wir gucken auf jeden Fall weiter hier rein ins Gameplay. Bis dann.